Pfingsten, Teil 2 der Apostelgeschichte. Jesus hatte nach seiner Auferstehung die Erde verlassen und seinen Freunden, den Jüngern, den Auftrag gegeben, auf seine Nachfolger zu warten. 40 Tage später waren die Jünger zusammen in einem Raum. Sie versteckten sich dort und beteten. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollten. Jemand, der ihn auf der Erde vertritt. Natürlich hatten sie keine Ahnung, wer das ist. Als sie gerade am Beten waren, kam plötzlich etwas in den Raum, was aussah wie Feuerflammen. Diese Flammen setzten sich auf ihre Köpfe. Sofort wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in allen möglichen Sprachen zu sprechen. Sie gingen auf die Straße und erzählten allen möglichen Leuten mutig von Jesus. An diesem Tag schlossen sich über 3000 Menschen den Jüngern von Jesus an. Diese erste Gemeinde von Jesus-Nachfolgern traf sich jeden Tag in Häusern oder im Tempel. Sie beteten zusammen zu Gott, sangen Lieder und hatten Gemeinschaft. Sie teilten auch alles, was sie hatten. Diejenigen, die viel hatten, verkauften häufig ihren Besitz und konnten so die Armen in ihrer Gemeinschaft versorgen. Außerdem heilten sie viele Kranke und erzählten überall von Jesus. Täglich schlossen sich neue Menschen der Gemeinde an.